Hallo meine Beauty-Mäuse, heute gibt es ein neues Video von mir und zwar geht es heute um, wie mache ich den perfekten Dutt, also was heißt perfekter Dutt, relativ. Vielmehr, wie macht Netty sich ihren Dutt? So. Das Ganze mache ich mit einem Duttkissen, den habe ich mir damals beim DM oder so gekauft und fange dann mal an, meine Haare zu kämmen. Ihr seht, ich muss meine Haare nochmal färben. Sie sind nicht klätschig, sind vielleicht einen Tag alt. So, zu dem Duttkissen braucht ihr irgendein Gummi. Ganz egal, welches Gummi ihr da nehmt. Irgendein Zopfgummi. Dann macht ihr euch einen hohen Zopf. Wie hoch ihr den macht, liegt an euch. Er muss so hoch sein, damit, wie ihr bei mir seht, ich mache ihn sehr hoch, weil ich möchte den Dutt ziemlich weit oben haben. So, hier seht ihr, wie ich mir einen ganz normalen Zopf mache, einen sehr hohen Zopf mache. Das gelingt mir immer am besten, wenn ich den Dutt kopfüber, also wenn ich die Haare kopfüber habe und sie dann hochnehme. Dann habe ich euch noch kurz veräppelt. Jetzt, hier mache ich meine Faxen. Und dann geht es einmal kopfüber. Dann nehmt ihr das Duttkissen. Das ist jetzt ein Braun, weil ich damals noch braune Haare hatte. Aber am besten besorgt ihr euch eins, was zu eurer Haarfarbe passt. Ihr zieht das komplette, den kompletten Dutt einmal da, das, wie nennt man das? Duttkissen, genau, das Duttkissen da durch und zieht es so weit nach unten, bis ihr quasi nur so ein kleines Zipfelchen, also so ein kleines Stück Haar unten raus habt. Und dann nehmt ihr eure Enden der Haare und zupft es unter das Duttkissen. Ja? Und dann dreht ihr das Duttkissen mit den Haaren ein. Guckt, dass ihr wirklich das ganze Duttkissen rund mit Haare bestückt. Und passt auf, dass euch dann nicht irgendwas wieder rausfällt. Und dann zieht ihr es einfach nur noch bis hoch zu eurer Kopfhaut. Also immer in Richtung Kopf. Welche sonst? Am besten habt ihr, wie ich, immer einen kleinen Handspiegel bei euch oder ihr guckt halt in einen großen Kleiderschrankspiegel oder ähnliches und guckt wirklich, dass ihr nicht irgendwie das Duttkissen da rausgucken habt. Wir Redheads, wir haben da immer so ein Problem, weil es gibt kein rotes Duttkissen, also mir nicht bekannt. Kennt ihr eins, dann könnt ihr mir das gerne in die Infobox schreiben. Das will ich dann haben. Ja, so einfach ist das. Ihr müsst einfach nur kopfüber halt das Duttkissen nehmen. Es zu euch hoch einrollen. Das war's. Dann, ihr kennt das sicherlich, jeder von uns hat so ein bisschen Babyhaare und fliegende Haare, abstehende Haare. Und mir ist sehr warm in dem Video. Es tut mir echt leid, dass ich mich da so ein bisschen nackelig mache. Ja, also ich habe dann noch so, um das bisschen, den Dutt ein bisschen fester zu haben, so ein Gummi noch drum gemacht, so ein Haargummi. Aber ich finde immer, dass es das immer ein bisschen ruiniert. Also it's up to you. Wenn du das gerne so magst und dich damit besser fühlst, dann kannst du das gerne so machen. Ich finde, dadurch wirkt es dann nicht mehr so rund. Ich finde das rund einfach schöner. Gut, und zu guter Letzt, um die ganze Frisur ein bisschen noch gerade zu machen, empfehle ich immer noch ein paar Bobbypins anzuklemmen, damit unsere fliegenden Haare, die ich eben erwähnt hatte, die total ätzend sind, gerade im Sommer fliegt ja immer was ins Gesicht, mit dem Bobbypin. Llegas.